Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Lösen von Matrixgleichungen. Wir verwenden also unsere Rechenregeln für Matrizen, insbesondere die Matrixmultiplikation und die Berechnung der Inversen der Matrix, um damit Gleichungen von Matrizen aufzulösen. Das erste Beispiel für eine Matrixgleichung, was wir alle schon gut kennen, auch ohne dass wir Matrizen schon verwendet hätten, ist ein lineares Gleichungssystem. Das kann ich nämlich auch schreiben als eine Gleichung a mal x gleich b, wobei a die Matrix der Koeffizienten, x der Vektor der Unbekannten und b der Vektor der rechten Seite ist. Woran liegt das? Naja, wenn ich a mal x bilde, dann multipliziere ich eben diese x-Werte hier an die Spalten von a dran, habe also a11 mal x1 plus a12 mal x2 und so weiter und so fort bis a1n mal xn. Habe also genau eine solche Linearkombination mit diesen Koeffizienten und dieser Unbekannten und das soll dann gleich der Wert b1 sein. Wenn ich mir das also nicht nur für die erste Zeile hinschreibe, das ist also die, die ich gerade einmal verbal ausformuliert habe, sondern für alle Zeilen, dann erhalten wir dieses Gleichungssystem in der Form, wie wir das auch schon aus der Schule kennen. Und dieses Gleichungssystem können wir jetzt also auch als eine Matrixgleichung auffassen. Und wenn wir die Inverse dieser Koeffizientenmatrix A bestimmen können, können wir also dieses Gleichungssystem sehr einfach auflösen. Schauen wir uns das also nochmal an. Wenn wir A mal x gleich B haben und A ist eine reguläre Matrix, das heißt, sie muss quadratisch sein und invertierbar sein. Wenn das der Fall ist, dann kann ich mit der Inversen a hoch minus 1 von links multiplizieren, bekomme also hier a hoch minus 1 mal a mal x ist gleich a hoch minus 1 mal b. Und das Produkt a hoch minus 1 mal a ergibt die Einheitsmatrix. Einheitsmatrix mal x ergibt wieder x und das ist dann also a hoch minus 1 mal b. Das Ganze hängt jetzt also daran, wie einfach ich dieses Gleichungssystem lösen kann, ob das genau eine quadratische Koeffizientenmatrix ist, gleich viele Zeilen wie Spalten, also gleich viele Gleichungen wie Unbekannte, und ob diese Koeffizientenmatrix auch regulär ist, dass ich sie invertieren kann. Und im 2-Kreuz-2-Fall haben wir im vorigen Video gesehen, wie wir das dann ganz leicht machen könnten. Da könnten wir dann diese Inverse ganz leicht bestimmen. Wir können die Determinante ausrechnen, können die Inverse ausrechnen und können so sofort dieses Gleichungssystem lösen. In höheren Dimensionen verwendet man dann in der Regel andere Algorithmen, werden wir uns in einem späteren Video noch genauer anschauen. Aber wir halten zumindest mal fest, dass es sehr leicht ist, diese Lösung hinzuschreiben, in dem Fall, wo also das Gleichungssystem eindeutig bestimmt ist. Wir können aber auch noch mehr machen. Wir können nicht nur so lineare Gleichungssysteme mit einem Vektor von Unbekannten lösen, wir können eine ganze Matrix von Unbekannten haben. Hier haben wir also einmal eine Matrixgleichung stehen, x mal a gleich b, und die sollen wir nach x auflösen. Naja, was müssen wir da machen? Wir müssen wieder diese Matrix A loswerden. Wir möchten das x alleine stehen haben. Und damit ich das loswerden kann, muss ich das A neutralisieren und den einzigen Zugriff auf das A bekomme ich von rechts. Das heißt, ich muss mit a hoch minus 1 von rechts multiplizieren. Und das muss ich dann auf beiden Seiten so machen, weil unser Matrixprodukt ja nicht kommutativ ist. Das macht eben Unterschied, ob ich von links oder von rechts multipliziere. Also, dann bekomme ich hier x mal a bleibt stehen, mal a hoch minus 1 von rechts. Und auch auf der rechten Seite bekomme ich a hoch minus 1 von rechts dazu. Dieses hier, a mal a hoch minus 1, ist wieder die Einheitsmatrix. Und x mal die Einheitsmatrix ist gleich x und das ist dann also b mal a hoch minus 1.
Und damit haben wir das Gleichungssystem dann aufgelöst. Wenn wir konkrete Matrizen A und B hier stehen hätten, könnten wir das damit ausrechnen. Wieder zumindest für den Fall, wo wir die Inverse von A direkt bestimmen können. Eine Frage, die mir dann an der Stelle häufig gestellt wird, wie komme ich denn darauf, dass ich a hoch minus 1 von rechts multiplizieren muss und was passiert denn, wenn ich a hoch minus 1 von links multipliziere? Nun, wie ich eben hergezeigt hatte, ich muss mir überlegen, a möchte ich neutralisieren. Ja, das möchte ich loswerden und den einzigen Zugriff auf a bekomme ich von der rechten Seite, weil von der linken Seite steht uns das x im Weg. Aber wir können das ja mal durchspielen. Was passiert denn, wenn wir mit a hoch minus 1 von links multiplizieren? Erlaubt ist das natürlich. Machen wir das. Also multiplizieren jetzt in beiden Fällen von links da dran. Da haben wir da stehen, a hoch minus 1 mal x mal a ist gleich a hoch minus 1 mal b. Das ist also eine richtige Umformung. Die Gleichung ist gültig, das passt. Das einzige Problem ist, es nutzt uns nichts. Wir schaffen es damit nicht, das x zu isolieren, weil a hoch minus 1 und a sich jetzt nicht neutralisieren können. Das a hoch minus 1 kommt nicht an das a dran. Wir dürfen hier ja die Reihenfolge nicht vertauschen und bei diesem Produkt. Und damit können sich diese beiden Faktoren, a hoch minus 1 und a, nicht gegenseitig aufheben. Und das trägt also nichts zu unserer Lösung bei. Deshalb immer schauen, wenn man die Matrixgleichung auflöst, von welcher Seite bekomme ich den Zugriff auf das Ding, was ich loswerden möchte. Machen wir dafür noch ein Beispiel. Möchten hier die Gleichung a mal x plus b mal x gleich b auflösen. Auch wieder nach der Matrix x. Und da kann ich als ersten Schritt mal unser Distributivgesetz verwenden, kann a und b ausklammern, oder das x kann ich ausklammern und a plus b herausheben. Da habe ich da stehen a plus b mal x ist gleich b. Und dann möchte ich jetzt das a plus b möchte ich loswerden, muss also mit der Inversen multiplizieren und in diesem Fall muss ich von links damit multiplizieren, weil nur so werde ich das ganze Ding dann los. Hab dann also da stehen a plus b hoch minus 1 mal a plus b mal x ist gleich a plus b hoch minus 1 mal b. Und diese beiden ergeben wieder die Einheitsmatrix. Einheitsmatrix mal x ergibt das x und das soll dann also sein die Inverse von a plus b mal b. Auch das hier auf den Folien nochmal sauber vorgeführt. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt nochmal eine Aufgabe an mit einer etwas komplizierteren Matrixgleichung und außerdem auch ganz konkreten Zahlenwerten, sodass wir die Lösung der Matrixgleichung tatsächlich ausrechnen können. Die Gleichung, um die es geht, ist diese hier. X mal a plus b soll dasselbe sein wie x plus c. Wie muss x lauten, wenn a, b und c gegeben sind durch diese drei Matrizen? Und das wollen wir jetzt also versuchen aufzulösen. Das machen wir, indem wir zunächst mal symbolisch diese Matrixgleichung umformen und nach x auflösen und dann die Gleichung, die wir daraus erhalten, mit diesen konkreten Matrizen a, b und c einsetzen und ausrechnen. Also fangen wir an mit der Gleichung an sich. X mal a plus b soll dasselbe sein wie x plus c. Was können wir als erstes machen? Naja, wir bringen als erstes mal x auf die linke Seite und b auf die rechte Seite. Da haben wir alle Ausdrücke, die von x abhängen, links stehen und die anderen Sachen, die nicht von x abhängen, haben wir rechts stehen. Und dafür müssen wir nur minus b und minus x rechnen. Das funktioniert genau wie im Eindimensionalen, gar keine Hexerei. Dann haben wir jetzt hier links eine Gleichung stehen, x mal a minus x. Und wenn das Ganze was Eindimensionales wäre, könnten wir jetzt schreiben x mal a minus 1. Ja, könnten das x hier
ausklammern und würden a minus 1 übrig behalten. Im Matrixfall ist die 1 nicht das neutrale Element, sondern die Einheitsmatrix i. Ja, ich kann also statt x mal 1 kann ich hier schreiben x mal i, Einheitsmatrix. Das darf ich immer machen, die darf ich immer dazu schreiben. Ich muss das i halt hier auf der richtigen Seite ergänzen, sodass ich jetzt das x nach links herausheben kann und x mal a minus i übrig bleibt. Okay, und dann haben wir schon nur noch ein einziges x da stehen. Rechts von dem x steht noch ein Faktor, a minus i. Den muss ich loswerden, den muss ich neutralisieren. Und da kann ich also von rechts drauf zugreifen. Also kann ich jetzt mit der Inversen von a minus i, sofern sie existiert, von rechts multiplizieren und dann neutralisiere ich damit also diese Matrix a minus i. Und rechts bekomme ich dann auch c minus b mal Inverse von a minus i. Und übrig bleibt dann also genau unsere Lösung von x. Das, was wir also machen müssen, ist mit den angegebenen Matrizen zunächst c minus b ausrechnen und a minus i ausrechnen. Und dann können wir die Matrix a minus i auch invertieren und können dann dieses Matrixprodukt ausrechnen. Das sind relativ viele Schritte, aber kein Schritt ist besonders schwierig. Wir müssen das halt nur konzentriert machen und der Reihe nach tun und dann kommen wir auch bei der richtigen Lösung an. Ich habe mir hier also nochmal die Gleichung für die richtige Lösung übertragen und jetzt machen wir uns dran einzusetzen. Als erstes brauchen wir dann die Matrix C minus B hier vorne. Dann lesen wir nochmal ab aus der Aufgabe. C war gegeben als diese Matrix, minus 12, 12, minus 7, minus 11. B war gegeben als diese Matrix. Die Differenz kann ich ganz leicht ausrechnen, komponentenweise. Also minus 12, minus 6 ergibt minus 18. Dann 12, minus 3 ergibt 9. Minus 7 plus 7 ist 0. Minus 11 plus 10 ist minus 1. Und damit haben wir dann also das C minus B ausgerechnet. Als nächstes brauchen wir die Differenz A minus I, A minus Einheitsmatrix. A war gegeben als 5 minus 1 minus 2, 1. Und davon ziehen wir ab die Einheitsmatrix. Das heißt, auf der Hauptdiagonalen ziehen wir die Einsen ab. Auf der Nebendiagonalen ändert sich nichts. Bekommen wir also statt 5, 1, bekommen wir 4, 0. Und die Nebendiagonale bleibt minus 2 und minus 1. Dann brauchen wir hier die Inverse von dieser Matrix A minus I. Müssen wir nachschauen, gibt es die überhaupt? Müssen die Determinante ausrechnen. Das ist Produkt auf der Hauptdiagonalen, 4 mal 0, minus Produkt auf der Nebendiagonalen, minus 2 minus, mal minus 1 ergibt plus 2. Haben wir also 0 minus 2 ist gleich minus 2. Und dann können wir damit die Inverse hinschreiben. Die Inverse von a minus i ist minus 1/2, also 1 durch die Determinante, minus 2. Und dann auf der Hauptdiagonalen vertauschen, 0 und 4. Auf der Nebendiagonalen das Vorzeichen ändern. Minus 2 und minus 1 werden zu 2 und 1. Und dann müssen wir jetzt die Matrix C minus B mit der Matrix Inverse von a minus i multiplizieren. Das machen wir dann auf der nächsten Folie. Haben wir also beide nochmal übertragen und zum Multiplizieren dieser beiden Matrizen machen wir das, was wir auch immer machen, die Spalten der zweiten Matrix an die Zeilen der ersten dranklappen. 0 mal minus 18 ist 0 plus 2 mal 9 ist 18. Und dann 0 mal 0 ist 0 und 2 mal minus 1 ist minus 2 und so weiter und so fort. Und dann bekomme ich 18, 18, minus 2, minus 4 heraus und muss dann noch den Faktor minus 1/2 da rein multiplizieren. Dann wird aus der 18 jeweils eine minus 9 und aus der minus 2 und minus 4 wird eine 1 und eine 2. Und damit haben wir dann unsere Lösung erhalten. Das ist das gesuchte x. War jetzt ein relativ langer Weg, aber
Keiner der Schritte war jetzt besonders schwierig mit dem, was wir vorher gelernt haben. Ich möchte trotzdem hier nochmal herzeigen, wie wir an der Stelle angekommen sind und auch nochmal die Probe rechnen, ob dieses Ergebnis auch wirklich das Richtige ist. Nachdem wir jetzt aber schon so viel von Hand gerechnet haben, mache ich das einmal mit meinem R. Ich rufe mir nur nochmal hier die Lösung in Erinnerung. C minus B mal A minus I hoch minus 1 war die Lösung. Und die Gleichung sah so aus, x mal a plus b sollte sein gleich x plus c. Dann wechsle ich hier einmal in meine R-Session rüber und habe hier schon ein paar Befehle ausgeführt. Die Details dieser Befehle sind nicht weiter wichtig, aber wir verwenden jetzt die Ergebnisse mal, unsere Lösung hier nachzurechnen. Wir haben definiert die Matrizen A, B und C, so wie in der Angabe stand. Also A ist diese Matrix 5 minus 1 minus 2, 1 und B ist diese Matrix und C diese Matrix. Und I habe ich hier oben im Code definiert als eine Diagonalmatrix mit zwei Elementen. Das macht also genau diese Einheitsmatrix. Und das X konnten wir jetzt berechnen als C minus B. Das hatten wir uns vorher symbolisch klar gemacht. Matrixprodukt, das schreibt man in R als Prozent mal Prozent. Und dann brauchen wir die Inverse von A minus I. Die Inverse kann man in R berechnen mit dem Solve-Befehl. Der invertiert eine Matrix. Und dann bekommen wir unsere Matrix X heraus. Minus 9, minus 9, 1, 2, genau wie wir das auch auf den Folien gemacht haben. Und jetzt können wir damit auch die Gleichung nochmal nachrechnen. Was stand da drin? Da stand x mal a plus b sollte dasselbe sein wie x plus c. Und beides können wir jetzt hier in R auch leicht nachrechnen mit dem Computer und sehen, dass die linke und rechte Seite der Gleichung tatsächlich dasselbe ist, dass wir also hier bei der richtigen Matrix X angekommen sind und damit die Aufgabe entsprechend gelöst haben.